wieder on the road again. Und wir fahren heute zu einem Kinderfest nach Offenbach. Ich bin eingeteilt, dort zu helfen, aufzubauen, Rollenrutsche und sowas. Nach genau. Einen Kilometer rechts fahren. Und wir nehmen euch einfach mal mit. Also wahrscheinlich werden wir nicht so auf dem Kinderfest filmen können, aber wir schauen mal, was wir heute so einfangen. Eieiei, schon wieder Stau hier Richtung Offenbach. Naja, die A3, ne? Oh, stell mal Scharfkamera. Jetzt sind wir in Offenbach, jetzt brauchen wir noch ein Parkhaus, wo wir parken können. Der Hessebub ist auch mit am Start. Also, das Offenbacher Kinderfest ist, so wie ich es richtig verstanden habe, ein Fest mit verschiedenen Vereinen oder von verschiedenen Vereinen aus Offenbach für die Kinder ausgerichtet. Das Rote Kreuz ist da, verschiedene Vereine und genau, ich bin dort eingeteilt zum Helfen. Hier sieht es eigentlich ganz nett aus, aber Offenbach hat auch ganz andere Viertel. Aber wir müssen in den Büsingpark und den suchen wir nach jetzt. 150. Parkhaus gefunden. Jetzt gehen wir zum Fest. Wir haben es schon gesehen. Den Park haben wir, glaube ich, gefunden. Offenbach Innenstadt. Wir müssen hier rüber und dann links und dann kommt man, glaube ich, zu diesem Büsingpark. Kindertagfest. Evangelische Jugend ist da, die Feuerwehr ist da, macht viele Projekte. Wir bauen unsere Rollenrutsche da vorne noch auf. Hier gibt es ganz viel für das leibliche Wohl, Luftballons kommen und viele andere Sachen. Hier gibt es ein Bobbycar-Rennen, die bauen gerade auf. Aufbau unserer Rutsche, das ist unser Projekt hier. So, jetzt haben wir den Aufbau gleich geschafft. Fest ist fertig. Oh, ich bin so geschwitzt. Aber es war total schön. Die Kinder hatten sowas von viel Spaß. Es war echt super. Wir sind noch in Offenbach und haben gerade den Rewe gesehen. Wir müssen ja noch ein bisschen was einkaufen. So gehen wir mal in diesen Rewe. Da waren wir noch nie. Und testen den hier mal. So, wir nehmen Heidelbeer mit. Wir machen jetzt mal einen kleinen Haul wieder. Haben sich ja manche gewünscht. Oh, so Rewe ist es hier. Tomaten nehmen wir auf jeden Fall mit, zum so snacken und verarbeiten. Jo. Der Hessebub möchte, dass ich Spaghetti Bolognese mache. Gut, dann brauchen wir hier Fleisch. Oh geil, die haben Schüttelbrot. Ich liebe das. Aber das sind nur zwei Scheiben für 1,99. Ne, das ist mir zu teuer. Das haben wir günstiger bei uns im Ort. So, die nehmen wir mit zu unserem Hackfleisch. Parmesankäse darf nicht fehlen. Wir brauchen Backpapier. Und natürlich, die Nudeln dürfen nicht fehlen. Wir nehmen die hier, die mögen wir voll gerne zu Bolognese. Wir brauchen auf jeden Fall noch Wasser. Aber hier sind nur einzelne Getränke, muss ich mal gucken. So, Wasser habe ich gefunden. Zwar nur kleinere Flaschen, aber dafür ist es leichter. So, Zahnpasta muss mit. Ach cool, hier gibt es ja auch so ein Bücherregal. Da kannst du gelesene Bücher reinstellen. Und ins rausnehmen und mitnehmen, wenn du eins haben möchtest. Das finde ich ja auch klasse. Sehr cool. So, der Hessebub fährt ohne. Alles bekommen, was wir brauchen. Sit, jetzt fahren wir nach Hause. Wir brauchen noch circa eine halbe Stunde heim. Offenbach. So wie es früher ausgesehen hat. Sehr cool. So, jetzt geht schon langsam die Sonne unter hier, hm? In noch Offenbach. Nicht. Na, guck mal. Doch, ich finde schon. Naja, es ist ja schon um 21 Uhr inzwischen stockdunkel. Jetzt kochen die Nudeln. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Ciao!